Ja, hallo zusammen. Heute stelle ich euch das neue Pur 3 von Revaco vor. Aufpassen, Barbie! Was ist denn? Ich mit fahren! Hallo! Alla hopp! Was beim neuen Design sofort auffällt, ist das im Vergleich zum Vorgängermodell kantigere Design. Die Tankattrappe ist deutlich kantiger, ebenso der Rest der Karosserie. Ebenfalls sehr schön die hintere Radabdeckung, die endet früher, sodass man von hinten mehr von den breiten Reifen sieht. Die LED-Rückleuchten, die scheinen jetzt zu schweben und sind nicht mehr fest in die Karosserie integriert. Die oberen Lufteinlässe für den Motor, die sind jetzt Teil der Karosserie. Die vordere Radabdeckung hat sich nicht verändert. Zukünftig wird es noch einen Heckspoiler und einen Diffuser zum Nachrüsten geben. Der Einbau einer Anhängerkupplung ist nach wie vor möglich. Die 177 PS Variante hat eine 4-Rohr-Auspuffanlage. Und hier sieht man auch nochmal schön die schwebenden Lampen und hier die schön designte hintere Radabdeckung. Das Fahrwerk ist natürlich verstellbar. Der Sitz kann jetzt mit der Funkfernbedienung geöffnet werden. Einfach lange draufdrücken und dann kann man den hochklappen. Darunter ist dann die Batterie und die Sicherung zu finden. Und ebenso drei Schrauben, um dann die Karosserie hochklappen zu können. Nach dem Hochklappen der Karosserie sieht man einen sehr aufgeräumten Motorraum, der jetzt auch sehr wartungsfreundlich ist. Ja, das Fahrzeug hat hinten und natürlich auch vorne Sitzheizung, dann einen Drehkranz anstelle eines Schalthebels. Dann gibt es Powershifter nach wie vor, diesmal in Knopfform am Lenker, Tempomat. Das Ganze hier ist die First Edition in der Sonderfarbe Deep Green to Black. Der Kofferraum, der geht nun auch über den Funkschlüssel auf. Einfach länger auf die entsprechende Taste drücken und dann springt er schon auf. Die Größe vom Kofferraum, die ist ungefähr gleich geblieben. Die Zündung geht an, indem man den Schlüssel dreht, dann kurz auf den Startknopf drückt und dann sieht man das neue Digitaldisplay, wie das hochfährt, mit allen wichtigen Informationen. Das ist eine Option, man kann auch noch die klassischen Rundinstrumente ordern. Zum Start dann Fuß auf die Bremse, den Startknopf drücken, Gang am Drehkranz wählen und los geht's. Beim Rückwärtsfahren ist übrigens die Rückfahrkamera jetzt eine große Hilfe. Ja, das Fahrverhalten ist genauso top, wie es auch schon beim Vorgänger war. Es wird auch noch Helmkoffer neben dem Rücksitz zum Nachrüsten geben. Die werden dann an den Befestigungspunkten der Armlehnen angebracht. Die Preise sind im Vergleich zum Vorgänger gestiegen. Man kann sich das Ganze auf der Revaco Homepage im Konfigurator zusammenstellen.
Mein Fazit, das Ziel von Revaco, das beste Revaco-Trike aller Zeiten zu bauen, ist meiner Meinung nach erreicht. Das Design ist zeitgemäß, die technischen Neuerungen wie Rückfahrkamera, der Funkschlüssel und das moderne Display ebenso. Mein Dank an Philipp Schmitz von Revaco, der mir das Trike mit seinen Neuerungen ausführlich erklärt hat. Was meint ihr zum neuen Pur 3? Schreibt das gerne in die Kommentare.